Willkommen bei der Technik-Videowelt. Ihr habt euch eine iTunes-Karte bzw. eine App-Store-Karte gekauft oder ihr habt eine geschenkt bekommen. Und nun wollt ihr euer Konto aufladen, damit ihr Guthaben habt, damit ihr euch zum Beispiel Spiele kaufen könnt oder Apps oder In-App-Käufe tätigen könnt. Wie ihr so eine App-Store-Karte einlösen könnt, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! So, dann schauen wir uns mal an, wie ihr diese App Store und iTunes Gutscheinkarte für euer Konto einlösen könnt. Ihr seht, das Ganze sind 15 Euro, habe ich mir jetzt hier beim Lidl gekauft, aber das gibt es natürlich auch beim Edeka, beim Rewe und bei ganz vielen anderen Verkaufsstellen. Ist eigentlich immer das gleiche Prinzip. Ihr seht also rechts oben den Betrag, diese 15 Euro, und an der Kasse wird dieser Code hier eingescannt, damit sie aktiviert werden kann. Ansonsten stehen hier so allgemeine Informationen, einlösbar für Apps, Spiele, Musik, Filme, TV-Sendungen und Cloud. So, wichtig ist, Prepaid-Karten haben bis zur Aktivierung in der Kasse keinen Geldwert. Also wenn ihr so eine Karte klaut, dann bringt euch das relativ wenig. So, dann werden wir diese Karte einmal öffnen und zwar einmal das Ganze hier mal abziehen, damit wir uns das Ganze auf der Rückseite mal anschauen können. Wir sehen hier App Store und iTunes. Einfach einlösen auf appstore.com redeem. Das könnt ihr also auch auf der Website machen, indem ihr euch einfach mit eurem iCloud-Account einloggt. Und wir sehen, hier haben wir so ein metallenes Teilchen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das hier einfach abziehen können. So, das ziehen wir einmal ab und zack, wir sehen hier einen Code. Und diesen Code, den müssen wir letztendlich einlösen, damit wir an unser Guthaben kommen. Wichtig ist jetzt für mich, ich muss das Ganze schnell einlösen, weil irgendjemand wird wahrscheinlich von euch versuchen, diesen Code selber einzulösen. So, wie können wir das Ganze einlösen? Und zwar brauchen wir dann eben unser iPhone. Und wenn wir bei unserem iPhone sind, dann gehen wir hier einmal auf den App Store, gehen also einmal drauf. Und dann wird einmal die App Store-Seite aufgerufen. Rechts oben habt ihr euer Profil von Apple. Also gehen wir da einmal drauf. Das ist also quasi euer Account. Und dann seht ihr hier Karte oder Code einlösen. Ich zeige euch jetzt nochmal etwas aus der Nähe. Karte oder Code einlösen. Wir drücken einmal drauf. Und dann steht hier: Löse die Geschenkkarte mit Hilfe der Kamera deines Geräts ein. Dies erfordert eine Geschenkkarte mit einem umrahmten Code, wie hier abgebildet. So ein umrahmter Code, und das ist per Zufall genau der Code, den wir hier auch sehen. Und wenn das Ganze nicht funktioniert, eure Kamera ist kaputt oder sowas, dann könnt ihr den Code auch manuell eingeben. Ich drücke da jetzt mal drauf und dann könnt ihr jetzt hier die einzelnen Zeichen, die ihr eben auf der Karte seht, dann manuell eingeben. Aber das brauchen wir jetzt in diesem Fall nicht zu machen, sondern wir werden das einmal mit der Kamera machen. Also ich drücke jetzt hier einmal Kamera verwenden. Dann nehme ich die Karte in die Hand und werde das Ganze so ein bisschen, seht ihr schon, zack, hat er das schon genommen, und dann will er einmal meine Face-ID sehen, und dadurch, dass jetzt die Kamera hier steht, konnte er mich nicht erkennen, also werde ich das jetzt noch einmal versuchen. So, jetzt hat er die Face-ID erkannt und er hat den Code, und dann sollte hoffentlich genau das Ganze klappen und meine 15 Euro sollten aufgeladen sein. Und hier, du hast 15 Euro hinzugefügt, das Guthaben deiner Apple-ID beträgt jetzt 15 Euro. Löse einen weiteren Code ein. Ich mache das jetzt mal nochmal und ich will vielleicht mal versuchen, wie das ist, wenn ich das Ganze nochmal mache. Also nochmal, zack, Fehler, du hast diesen Code bereits eingelöst. Versucht also erst gar nicht, diesen Code noch einmal einzulösen, es wird nicht funktionieren. Ich habe jetzt hier in meinem Guthaben ganz normal wieder 15 Euro drauf und kann jetzt damit eben einkaufen und alle anderen Dinge machen. Wie gesagt, diese Guthabencodes, die gibt es eben in verschiedenen Beträgen, 15 Euro, 50 Euro, Staub sogar auch nochmal 100 Euro. Und es gibt immer wieder mal Aktionen, wo ihr 20% mehr bekommt. Also gerade lohnt sich das zum Beispiel, wenn ihr mal 100 Euro holt, dann habt ihr auf einmal 120 Euro. Und das ist ganz cool. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, wenn ihr also ein Guthaben habt, wird eben generell immer zuerst das Guthaben eingelöst, bevor eben das normale Geld von eurem Bankkonto oder von anderen Geldquellen eingezogen wird. Ja, und das war's zum Thema Guthaben einlösen mit der App Store und iTunes Gutscheinkarte. So, das war's dann auch schon zum Thema Guthaben einlösen, Guthabenkarte, App Store Karte, wie man das Ganze auch nennt, in dem App Store von Apple. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt uns diese Frage gerne in den Kommentaren. Ganz sicher können wir euch oder andere euch helfen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.